Timo Lippunner, 0-3 auf dem Papier eine klare Sache. Wie war es in der Realität gewesen? Ja, in der Realität kann man es nicht schön reden, das war eine klare Sache. Wir hatten einfach einen Gegner, der einfach stärker war als wir. Das muss man so akzeptieren. Selbstverständlich hätten wir uns erhofft, im dritten Satz vielleicht eine Belohnung einzuholen für unseren Kampf, den wir gezeigt haben, für all das mutige Spiel, das wir aufgebaut haben. Aber insgesamt haben wir heute eine starke Slowakei gesehen. Und im Wissen, dass wir in 9 von 10 Spielen gegen Slowakei nicht gewinnen können, war heute dort nicht das 10. Spiel gewesen, das muss man sagen. Slowakei hat gut gespielt. Und insgesamt ist der Niveauunterschied dort das Gross. Von dem her ist einerseits natürlich eine Enttäuschung, weil man sich ein bisschen etwas erhofft hat. Auf der anderen Seite, wenn man es realistisch anschaut, muss man einfach sagen, der stärkere Gegner hat gewonnen. In welchen Bereichen fehlt es denn noch im Spiel zu so Mannschaften wie der Slowakei? Also es geht einerseits um internationale Erfahrung. Also man kann es quasi kurz formulieren. Wir haben 2 Jungprofis, sie haben 14 Altprofis sozusagen. Das heisst, das ist einfach die Erfahrung ist mal ein Punkt. Das andere ist auch die individuelle Qualität. Das heisst Präzision, Power. Wir haben sehr gut angegriffen und der Libero hat jeden rausgekratzt. Also die ist einfach das Niveau gewöhnt. Also man kann so kurz sagen, wir haben heute gegen einen Gegner gespielt, der doppelt so gut ist wie der Schweizermeister. Und das ist die Erfahrung, die unsere Spielerinnen haben auf dem Feld. Und dementsprechend muss man sich halt daher tasten. Und das tut manchmal ein bisschen weh. Auf der anderen Seite ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt heute. Wir haben sehr gut vorbereitet, wir haben sehr viel Individualstudium betrieben, wir haben auch im Training viel darauf angestellt und einfach gemerkt, okay, hier und hier reicht es halt noch nicht. Und das ist halt vor allem offensiv und die Block-Defense ist der Unterschied auch gross, wenn der Gegner einfach deutlich stärker ist. Morgen geht es gegen Russland, ein immens starker Gegner. Wie gehen wir in das Spiel hinein? Da habe ich vorhin gerade in der Garderobe gesagt, hört, wir spielen gegen einen Rekord-Europasieger. Da haben x Generationen vorher in der Schweiz die Möglichkeit nicht gehabt. Wer weiss, ob die Möglichkeit in der Zukunft ist, aber die heizen. Das ist ein Spiel zum Genießen, zum Vollgas geben, zum sagen, hey, das ist etwas einmaliges Erlebnis. Ich kann gegen so eine Top-Mannschaft spielen und das wollen wir vor allem genießen und Vollgas geben. Nach Russland folgen noch 2 Spiele, Spanien und Weißrussland. Was ist der Plan für den Rest dieser Gruppenphase der Europameisterschaft? Wir bleiben unserem Plan treu. Wir haben gesagt, dass wir gegen Russland, Deutschland wahrscheinlich mehr Mühe werden haben. Wir haben gesehen, dass Deutschland im Moment nicht so stark gespielt hat bis jetzt, aber die wollen natürlich andere Pläne, die wollen natürlich weiter rauf. Und Russland hat auch noch Mühe gehabt gegen Weißrussland, aber wir wissen, wo wir hergehören und wir wissen, dass wir über die Chancen müssen glauben und die Chancen sind sicher grösser gegen Spanien und Weißrussland als gegen Russland. Von dem her, wir bleiben der Planung, wo wir uns vorgenommen haben, bleiben wir treu. Das heisst, taktisch bereiten wir uns in erster Linie jetzt vor allem auf das Spanien-Match vor und werden dort alles investieren und dann nehmen wir Tag für Tag.